So Freunde, was geht ab und herzlich willkommen hier wieder zurück auf meinem Kanal. Und zwar, wie ihr schon am Titel lesen könnt, ich bin heute nicht alleine. Und zwar haben wir Gäste heute am Start und die begrüßen wir einmal. Deswegen switch ich ganz kurz die Kamera. Let's go! Mit dabei ist auf jeden Fall Jalelos. Was geht ab? Tschüss, bin Geld. Und die zwei kennt er noch. Was geht ab? Ich hab richtig Bock aufs heutige Video. Ich hab 10 Bock, ne? Ja, ich hab voll Bock. Das wird richtig fies. So viele Leute haben kommentiert irgendwie, dass ich irgendwie deinen Namen falsch aus... Also Max oder Max? Max, aber Max geht auch. Viele nennen mich auch Max, aber eigentlich Max. Okay, also Max und Ash. Achso, die kriegst heute auch einfach eine Aufgabe, habe ich beschlossen. Jetzt mal drei, Freunde, jetzt mal drei, alle jetzt! Nein, Leute, wir unterstützen natürlich keine Live-Matcher. Hallo! Perfekt. Was soll das? Perfekt. Was soll das? Ja, Freunde, wir spielen heute Wenn ich du wäre. Das bedeutet, jeder von uns wird mindestens eine Aufgabe bekommen. Ich bin sehr gespannt, wer es alles macht und durchzieht. Dabei geht es auch hauptsächlich um das Brüderduell Jalel gegen Ash. Weil du das schon so als Format gemacht hast, du hättest eigentlich deine UNO-Karten wieder mitnehmen müssen. Bei Gott. Ach, verpiss dich, Digga. Freunde, bevor das Video startet, möchte ich euch daran erinnern, dass ich jetzt täglich um 20 Uhr live bin auf Twitch und es ist so, so geil, wenn ihr mir dort folgen könnt und die 10.000 Follower voll machen könnt. Seid einfach dabei, jeden Abend GTA-RP, Streams mit Jalel, auch mit Fortnite zocken, 50 Euro pro Kill-Challenge und ich zocke auch mit euch sehr, sehr oft zusammen, deswegen genießt einfach auf Twitch, Leute, folgt dort gerne rein. Ich verlose unter anderem von jedem, der jetzt von diesem YouTube-Video dahin kommt und dort folgt, ich sehe ja eure Namen, Leute, 50 Euro Amazon-Gutscheine. Deswegen mal schauen, wer sie von euch gewinnt. Wir sehen uns. Ciao. Den anderen Teil werden wir auf jeden Fall auch auf Max-Kanal drehen. Deswegen schaut unten in den Link in der Videobeschreibung. Schaut einfach unten rein und da ist der Link von seinem Video. Und ich würde sagen, let's go. Ey, mein Video auch, Alter. Ich vergesse mein Video auch. Deswegen kriegst du jetzt die erste Aufgabe, mein Freund. Ah! Also. Hey Ash, ja. Wenn ich du wäre, guck mal, siehst du das Fahrrad da hinten? Ja. Willst du mal gucken, ob das einbruchsicher ist? Okay, mach ich. Let's go. Wenn er abgeht, musst du ihn mitnehmen. Scheiße. Oh mein Gott, er klaut ein Fahrrad. Er klaut ein Fahrrad, Hilfe. Er klaut ein Fahrrad. Die gucken. Er klaut ein Fahrrad. Hey, hey. Ja, Freunde, das war doch ein guter Start fürs Video, würde ich mir sagen. Also, bleibt auf jeden Fall dran. Leute, ich sag euch ganz ehrlich, wir sind die ganze Zeit so ein bisschen unterwegs hier und suchen spontan Sachen, weil, Bruder, Kiel lebt ja heftig. Da sind ja so viele Leute gewesen. Wo sind meine Kieler Schnecken? Schreibt mal unten in die Kommentare. Habibi. Deswegen sind wir ein bisschen jetzt außerhalb, aber ich habe jetzt schon die nächste Aufgabe. Okay, Jalel, komm her. Du kriegst eine Aufgabe. Guck mal, siehst du die zwei da? Links. Geh da Bubble Tea trinken. Okay? Klau den rechten Becher und lauf weg. Einfach nehmen und abbauen. Nein. Der ist doch eh leer. Okay, ich bin gespannt, ob er das macht. Let's go. Leute, das Allerwichtigste, ihr müsst am Ende entscheiden, wer hat die krassesten Aufgaben gemacht. Das heißt Ash oder Jalel. Das ist das. Ja, Bruder, wir sind halt in Kiel, Leute. Was soll ich euch sagen? Läuft? Ja. Ich hätte eine Aufgabe für Ash, die du überstellen kannst. Okay, welche? Darf ich nicht zuhören, okay? Du sagst ihm gleich so, jo, wenn ich du wäre, würde ich den Mülleimer aufmachen. Mal gucken, ob er da was Geiles drin findet. Okay? Oh mein Gott, er muss in den Müll durchwühlen. Okay, okay. Das wird so ekelhaft und unangenehm. Okay, wir brauchen einen Mülleimer. Da vorne, hier, die ganze Räume, dann kannst du aufmachen. Da. Okay. Hier sind ganz viele. Ich habe schon auf dem Weg hier ganz, ganz viele gefunden. Ey, warum lächelt ihr so? Wir haben eine neue Aufgabe für Ash. Ja. Ash, mein Bester. Ja. Du weißt ja, heute ist das Bruderduell. Wer macht die krasseren Aufgaben, Jalel oder du? Ja. Deswegen, schau mal nach da hinten, dann sehe ich was Orangenes. Ein recht groß, so 1,20 Meter groß vielleicht. 30, 40 Zentimeter breit. Ich sehe es nicht. Ja, wie mal da drin rum und schau mal, ob du was Geiles findest. Oh, vielleicht, was man vielleicht verkaufen könnte oder so sogar. Also wie gesagt, Leute, stimmt die 1 für Jalel und die 2 für Ash, wer die krasseren Aufgaben macht. Ja, komm, das ist doch super. Oh. Nichts gefunden? Nein. Oh, nein, warte. Nein. Du hast ja nichts Krasses gefunden, wir müssen was finden. Nächster Mal einmal. Nichts Krasses drin. Ja, gehen. Zweite Chance, du musst halt echt irgendwas finden, was halt krass ist. Ja. Und wirklich ein bisschen wühlen, sonst doch langweilig. Guck mal. Ja. Aber sieht doch interessant aus. Oh mein Gott.
War noch was zum Essen drin, oder? Hol mal die Tüte raus. Jetzt hat er Angst. Lass mal sehen, was der bestellt hat. Da ist bestimmt Kassenbon drin. Wenn du weggehst, dann ja. Hier, weiter rein. Geh weiter weg, weiter weg. Okay. Komm, wir zählen auf dich. Keiner macht was. Komm. Guck, was er bestellt hat. Junge, ich finde meine Hände so fett, dass die Zähne auch, ne? Es ist halt schon eklig. Wenn ich das anfassen würde, ich würde instant Herpes kriegen. Und? Da ist noch was drin bestimmt, oder? Es ist Sauersoße. Was? Merkst du denn nicht, du wäre leckt diese Sauersoße aus. Ey, können wir bei dir bitte auch 50 Euro einführen? Ich bin auf keinen Fall. Nee. Man leckt doch die einfach jetzt mal aus. Am Arsch nicht. Gibt's hier bei dir auch eine Option, dass man die Aufgabe nicht macht? Nein. Müll, dieses Dings da gefunden, da drinnen. Wenn ich du wäre, dann leck doch einmal diese Sauersauce aus. Das ist ja krank. Ich kann das nicht. Mann, so kurz. Ja. Digga, ich mach jetzt eine. Zeig mal. Digga, das ist alles fest. Das ist schon krass. Woher soll ich wissen, wer da vorher dran war? Mach jetzt eine Zunge rein. Da passiert schon nichts. Mach mal, ne? Einmal kurz. Ey, könnt ihr mir eine Bestrafung nennen? Ich will da abschätzen, was schlimmer ja, ist. Ja, ins Wasser springen. Digga, ihr wollt mich doch verarschen, oder? Ey, es ist so geil, Leute. Das Ding ist, jeder von uns muss eine Aufgabe machen. Aber das Hauptding ist, dass Janelle gegen Ash antreten muss. Aber dass so eine Aufgabe direkt Max trifft, also... Einfach nur einmal kurz, komm. Würgereiz oder so, Alter. Die lag halt im Müll. Mach. Die lag halt einfach da drin. Und jetzt kam ich auf eine Idee, die bereue ich bis zum heutigen Leben. Okay, weißt du was? Wenn du machst, ich mach auch. Ja, aus der Klasse, dann geht das Video nur noch um Janelle und Ash. Okay. Kurz! Das ist ja echt durchgezogen! Machst du es nicht? Weißt du was? Du musst auch, Janelle, du musst auch. Ja, du musst auch. Jamo, du bist dran. Bruder, das ist schon hart. Ja, das ist gerade. Das ist nicht so viel dabei, ich würde es gerne trinken. Nein. Ja, wenn man drüber nachdenkt. Ja, sogar. Mach. Ich nehme das Gefällt, weil irgendein DM oder so das Fektionsmüll kaufen. Okay. Oder Mundspülung noch besser. Da sehe ich mich. Ja! Ich geh meine Zunge aufstellen. Ich hab's jetzt gar nicht verstanden, warum beide die Bestrafung machen mussten. Ich auch nicht. Jamo wollte es so. Er wollte es aber gerne mal machen. Ja. Oh, Bro! Digga, das ist schon ganz, eklig. Ganz ja. Eklig auf dem ganzen Das Ding ist wegen dem Gedanken, dass es da drin ja, war. Ja, der macht das Ganze tausendmal schlimmer. Scheiße. Ey, egal. Ey, Max, also ich muss wirklich aber sagen, eigentlich müsste Asuti einfach nur, weil er dabei ist, auch eine einzige Aufgabe bekommen. Bin ich auch für, oder? Hast du schon eine grobe Idee? Ja, ich habe eine gute Idee. Bruder, guck mal, du kannst jetzt entscheiden, was er für eine Aufgabe machen muss. Egal was, er muss machen. Egal was? Egal was, Bruder. Egal was? Egal. Er muss durchziehen, egal was. Kopf über. Okay, jetzt außer jetzt vielleicht ins Wasser springen, aber... Okay. Egal was, such dir was aus. So, Angler. Ja, oder, und wenn die Fische gefangen hat, Klaufisch. Oh, was? Also ich bin am Start. Sehr geil. Okay, let's go. Was hältst du davon, wenn du einfach irgendwo in so einen Edeka oder irgendeinen Supermarkt gehst? Ja. Und hier irgendwas ab 16 oder 18, was nur ab 16 oder ab 18 Jahre erlaubt ist, kaufst? Dann sagst du, ich bin 18. Okay. Ja? Würdest du machen? Ja. Würdest du machen? Ja. Okay, warte mal. Weißt du was? Siehst du ganz hinten am Ende diese Angel? Ja. Ganz hinten, die gelbe. Hey, übertreib nicht, Digga. Nimm sie weg. Ja, der Typ hat das aufgebaut und so und der sitzt da. Ja? Wie lange? Nur kurz, tu einfach so, als ob du angeln willst. Das ist schon hardcore, ne? Also das ist ja krass. Ich kenn die nicht. Er nimmt halt echt die Angel. Er steht auf. Also das war ja einfach krank, er wollte einfach die Angel klauen. Okay, was war das? Ich habe mich einfach auf Arabisch beleidigt. Was? Wir müssen hier ganz schnell weg. Okay, Janelle, deine nächste Aufgabe, bist du ready? Ja. Guck mal, da hat einer gerade Fische gefangen, siehst du das? Ja. Frag, ob du einen Fisch für 10 Euro kaufen kannst, hier. Let's go. Komm, ich komm mit dir. Frag, ob du einen Fisch kaufen kannst für 10 Euro. Einen Fisch für 10 Euro. Du kannst eine Loni Geschenk für mich. Geschenk? Guck mal, wie korrekt er ist. Behalten Sie das Geld. Das Geld kannst du heiß essen, okay? Oh mein Gott, okay, das ist echt süß.
Fisch. Einfach ein Fisch. Geil. Also Leute, wir gehen jetzt zum nächsten Edeka, Rewe, was weiß ich. Und dann muss Ash auf jeden Fall. Gesundheit. Super. Ja, Ash muss dann irgendwas ab 18 kaufen. Am besten irgendwie ein Bier oder sowas. Krass, guck mal. Bam! Man merkt halt heute wirklich, dass wir in Kiel sind. So, Ash, also ich würde sagen, alkoholfreies Bier, hast du Bock? Ja, safe. Du musst halt durchziehen, ne? Ich wusste das. Let's go. Ja, ey, das rechts. Das Ding ist, ich bin schon echt gespannt, wie es gleich an der Kasse abgeht. Hast du schon mal sowas mit ihm gemacht? Ist da was passiert? Ich wurde mal nach dem Ausweis gefragt. Du! Als alkoholfreies wurde. Du! Ich. Zeig mal, was hast du da? Da ist hier. 0,0, Leute. Ja. Aber ich bin gespannt, ob die dich nach Ausweis fragen. Ash. Ich möchte auch noch einen Rekord haben. Okay. Also theoretisch musst du gefragt werden. Eigentlich ja. Links? Hallo. Hi. Starke Arbeit. Warte mal, das war jetzt einfach so ein bis zu 16? Ja, fertig und hast du bekommen oder was? Ja, das war viel einfacher als ich erwartet habe. Also, egal, hä? Ne? Aber vielleicht hat sie auch uns. Nee, oder? Ich weiß es nicht. Aber also, ich weiß es nicht, aber er hat es ja einfach. So, Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like, ein Abo da und schaut auf jeden Fall auch bei den Jungs vorbei. Wir haben einmal hier auch, wenn du Eier hast oder mäßig, wenn ich du wäre, gedreht, ja. Und bei Ash haben wir auch, Leute, Link unten in der Videobeschreibung. Erster Link, zweiter Link. Und ich würde sagen, wenn ihr nochmal Bock habt, dann kommentiert. Eins oder zwei, der die krassere Aufgaben gemacht hat. Eins für Jalal, zwei für Ash. Das Bruder-Duell, ich bin sehr gespannt, wie ihr abstimmt. Wer krasser war. Und ich bin alle für Jalal, Leute. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder das nächste Mal. Ciao. Ciao.